Moin Leute, Trimax hier. Ich komme gerade aus dem Stream und habe mein Low Elixir Cost Deck, ihr alle kennt das ja wahrscheinlich schon, etwas angepasst. Es wird momentan sehr, sehr oft die Kombination mit der Kanone und der Elixierpumpe gespielt. Deshalb habe ich jetzt einfach die Elixierpumpe genommen und mit den Kobolden ersetzt. Hat ganz gut funktioniert. Bin relativ easy, also ohne großartig zu verlieren, zurück auf Platz 1 gekommen in Deutschland. Ja, wie gesagt, die Kombination aus der Kanone und der Elixierpumpe wird momentan sehr oft gespielt, da man einfach, als ich die Elixierpumpe nicht dabei habe, ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich habe die Elixierpumpe nicht dabei, lauf mit Elixier voll, bin 10 von 10 Elixier, muss dann den Riesen einsetzen, ist ja klar, sonst laufe ich mit Elixier vor. Voll, und der Gegner setzt dann einfach selber die Elixierpumpe. Der Gegner setzt dann die Elixierpumpe, wartet ab, lässt mich in seine Hälfte kommen und verteidigt dort. Und es geht ja in Clash Royale darum, den Gegner in seine Hälfte kommen zu lassen und ihn dort sicher, effektiv, effizient zu verteidigen. Und wenn ich jetzt selber die Elixierpumpe dabei habe, dann setze ich einfach die Elixierpumpe ein und warte, was der Gegner einsetzt. Ist eine sehr, sehr, sehr starke Sache. Ich zeige euch das am besten mal an einem Beispiel. War ein sehr geiles Game. Ich habe ja schon mal einen Guide auf meinem YouTube-Channel rausgebracht, wie man gegen einen Packer spielt. Das wollte ich jetzt euch einfach nochmal zeigen, weil das war echt ein Paradebeispiel. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, den Vorteil der Elixierpumpe. Ja, wir starten beide. Wir haben beide ein gemaxtes Deck. Der Gegner hat den Prinzen, den Dark Prinzen und den Packer auf Level 8, die Epic Cards. Also wir sind auf dem gleichen Kartenlevel unterwegs, starten beide mit der Elixierpumpe auf der Hand. Und wenn ich die Elixierpumpe jetzt nicht hätte, nehmen wir an, ich hätte die Kobolde dabei, wie sonst auch immer bei dem Deck, dann hätte ich jetzt den Riesen einsetzen müssen. Ich hätte jetzt den Riesen einsetzen müssen, sonst wäre ich einfach mit Elixier vollgelaufen, das wäre verkehrt. Deswegen hätte ich den Riesen eingesetzt. Ich habe zum Glück die Elixierpumpe, setze jetzt die Elixierpumpe ein. Der Gegner macht genau das gleiche und ich hätte definitiv kassiert. Ich hätte definitiv den Riesen losgeschickt, der Gegner hätte einen Packer eingesetzt, der Riese wäre tot, der Gegner hätte mega einen Push gestartet und ich hätte einen Tower verloren wahrscheinlich. Oder ich hätte auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr schlechten Start hingelegt. Jetzt setze ich eine Elixierpumpe ein, der Gegner auch. Jetzt bin ich nicht gezwungen, irgendwas einzusetzen. Jetzt laufe ich gleich mit Elixier voll, setze jetzt den Riesen ein, im gleichen Moment setzt der Gegner den Packer auf die andere Seite. Und das ist die Taktik, wie man gegen den Packer spielt. Ich habe es euch schon mal gesagt, der Packer ist sehr, sehr stark in der Defensive. Der haut mit 4 Hits meinen Riesen Level 11 tot. Und er ist mega tanky, man kommt an ihn nicht vorbei. Also muss man den Packer in seine Hälfte kommen lassen, in die eigene Hälfte kommen lassen und den Packer dort verteidigen. Wir haben alle Truppen dabei, die wir gegen den Packer brauchen. Die Kanone und die Skeletons, mega stark. Der Packer an sich ist eine sehr, sehr starke Einheit, aber ganz alleine, der Packer ganz alleine eingesetzt, ist mega schwach. Der Packer kostet 7 Elixier, Skelette kosten 1 Elixier und die Skelette können dem Packer schon ordentlich schaden. So, jetzt greift der Gegner auf der linken Seite mit dem Packer an. Ich entscheide mich, über die rechte Seite zu pushen. Ich übe Druck auf der rechten Seite aus. Da starte ich jetzt meine Offensive. Und jetzt ist der Gegner dazu gezwungen, den Dark Prinzen nicht als Backup auf der linken Seite einzusetzen, um den Packer zu unterstützen. Das wäre nämlich eine starke Kombination. Packer mit Dark Prince und der Prinzessin ist mega stark. Der Gegner ist jetzt aber gezwungen, die Prinzessin und den Dark Prince auf der rechten Seite einzusetzen. Der Packer ist auf der linken Seite komplett alleine. Und der Dark Prince ist sehr schwach. Ich mache mal eine Zeitlupe. Der Dark Prince ist sehr schwach gegen den Riesen. Genauso wie die Prinzessin. Ich habe da jetzt auf der rechten Seite ein Musketier, ein Ice Wizard und 2 Bogenschützen hinter dem Riesen. Er setzt sogar noch einen Magier ein. Auf der linken Seite seht ihr jetzt den Packer kommen. Da setze ich jetzt einfach die Kanone ein und die Skelette. Die Bogenschützen greifen auch noch zusätzlich den Packer an. Und ihr schaut es euch an, der Packer ist ganz alleine. Der hat keinen Magier hinter sich, der hat keinen Dark Prince hinter sich. Gar nichts, der geht jetzt einfach down. Ja, die Skelette haben nur 1 Elixier gekostet, die Kanone steht sogar noch. Und die Bogenschützen können jetzt noch auf der rechten Seite mithelfen. Da setzt der Gegner Pfeile ein, das war ziemlich schlecht. So, und jetzt hier ein ordentlicher Push auf der linken Seite. Und der Tower geht sogar direkt down. Ich habe jetzt hier eine neue Elixierpumpe gesetzt. Der Gegner setzt sogar noch einen Dark Prince ein. Und durch den Slow
durch den Slow vom Ice Wizard und dadurch, dass die Bogenschützen den normalen Prinzen distracted haben, konnte das Musketier den Prinzen sogar töten. Also auch eine sehr, sehr geile Sache. Und ich krieg sogar schon den ersten Damage auf den King Tower. Also ein sehr, sehr, sehr geiler Start. Meine beiden Tower haben noch volles Leben. Ich spiele hier gegen jemanden, der hat die Truppen auf maximalen Level. Und das war jetzt hier ein sehr gelungener Start. Jetzt setze ich auf die linke Seite den Riesen ein. Und wieder mein Backup. Musketier, Ice Wizard, Bogenschützen. Zusammen eine sehr starke Kombination. Jetzt setze ich ich hatte nichts weiteres auf der Hand. Und ich wusste, dass der Dark Prince in Reichweite der Kanone kommen wird. Deswegen setze ich da jetzt eine offensive Kanone ein. Die Kanone kostet nur 3. Da hatte ich nichts zu verlieren. Ich habe es einfach mal versucht. Und jetzt setzt der Gegner, er hat die Kanone nicht gesehen. Er setzt sogar noch eine Prinzessin ein. Schaut euch das an. Die Kanone tötet jetzt den Dark Prinzen und tötet dann sogar noch die Prinzessin. Jetzt seht ihr da auf der linken Seite den defensiven Packer. Eine sehr, sehr starke Sache. Ich setze einfach den nächsten Riesen ein. Das ist jetzt hier der Midfield Giant Trick. Schon mehrmals in meinen Videos erwähnt. Setzt den Riesen nach ganz vorne, ganz links vorne in die Ecke. Oder wenn ihr den linken Tower bereits zerstört habt, ganz rechts vorne in die Ecke. Eine sehr starke Sache. Und der Packer geht jetzt hier, glaube ich, auf der linken Seite down. Ja, der Slow des Ice Wizards ist einfach so geil gegen Packer. Und jetzt tankt der Riese beide Türme. Da kommen jetzt Bogenschützen, Musketier, Ice Wizard an. Ich setze noch ein weiteres Musketier ein. Auch direkt wieder auf die Ecke. Genau wie beim Midfield Giant Trick. Jetzt das gleiche mit dem Musketier. Gegner setzt einen Magier ein. Der Tower fällt. Meine Truppen bursten seinen Magier um. Alle Truppen überleben. Der Riese lebt auch noch durch den krassen Midfield Giant Trick. Jetzt fokussieren die den King Tower. Und das Ding ist gewonnen. Easy 3 Crown Win. Und meine beiden Tower hatten noch Full Life. Also, sehr, sehr gelungenes Game. Hier waren so ein paar Tricks drin. Ich hoffe, ihr könnt sie nutzen. So spielt man gegen den Packer. Es hat mir sehr viel geholfen, dass ich hier jetzt die Elixierpumpe dabei hatte. Anstatt der Kobolde. Dadurch habe ich einfach einen sehr, sehr viel stärkeren Start hingelegt. Da hätte ich sonst immer am Anfang so ein bisschen Probleme. Ja, aber auf jeden Fall ein gelungenes Game gegen den Packer. Ganz schneller 3 Crown Win und selber kein Damage kassiert. Dadurch bin ich jetzt auch momentan Platz 1 in Deutschland. Ist ein geiles Deck. Hier habe ich sonst die Kobolde drin. Da könnt ihr die Elixierpumpe reinpacken, wenn ihr sie habt. Wie bereits schon in meinen anderen Videos erwähnt, wenn ihr den Ice Wizard nicht haben solltet, dann könnt ihr hier die Valkyrie reinpacken. Die ist da mindestens genauso gut. Okay, ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps, wie man gegen den Packer spielt, oder jetzt auch hier mit der Elixierpumpe anstatt den Kobolden, einiges anfangen. Vielleicht stellt ihr damit ja euren neuen persönlichen Trophäenrekord auf. Falls es euch gelingen sollte, schreibt es in die Kommentare, darüber würde ich mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute!